das erste große Spiel im Dress des FC Energie und am Ende doch dank der zweiten Halbzeit als eins wahrscheinlich, an das man sich gerne erinnert, abgesehen vom Ergebnis. Ja, definitiv. Ich denke, wir haben in der zweiten Halbzeit gerade unser wahres Gesicht gezeigt. Wir waren mutig, sind immer zielstrebiger nach vorne gekommen ins letzte Drittel und kamen immer wieder zu Abschlüssen. Ich denke, es hätte nochmal mit einem Quäntchen Glück hätten wir vielleicht heute noch einen Punch gesetzt und wären in die Verlängerung gekommen. Aber ja, im Endeffekt können wir auch vom Glück reden, dass wir in der ersten Halbzeit nicht schon das ein oder andere Gegentor mehr bekommen haben. Du bist erst in der zweiten Halbzeit reingekommen. War das für dich überraschend, so als einer der Leader, der dazugekommen ist zum FC Energie? Oder nimmst du das hin und sagst, ja, so ist halt, nicht? Müssen Elfe spielen, ich bin nicht immer dabei. Nee, das nicht. Wir hatten einen klaren Plan, auch wie wir mit meiner Verletzung umgehen. Das war die ganze Zeit kommuniziert worden. Deswegen war es für mich jetzt nicht überraschend. Ich habe jetzt erst, ich glaube, 75 Minuten in den Knochen gehabt an Testspielen. Heute war ein großes Spiel. Die anderen haben sich 5 Wochen lang den Arsch aufgerissen, um hier auf der Platte zu stehen. Ich wusste, wenn ich da bin, werde ich der Mannschaft helfen. Und von daher hat der Trainer so entschieden, ist für mich in Ordnung gewesen. Das macht aber Mut für den kommenden Freitag und die Saison, glaube ich. Das, was heute hier zu sehen war. Ja, definitiv. Ich glaube, wir müssen einfach an der zweiten Halbzeit dran anknüpfen, wissen, was wir imstande sind. Freitag ist sicherlich Bundesligist auf der anderen Seite, deswegen erwartet uns nichtsdestotrotz auch ein schweres Auswärtsspiel und da müssen wir wieder gewappnet sein. Alles Gute dafür. Danke. Okay. Vierte Liga gegen erste Liga, passiert. 1-2, aber sehr ehrenhaft, denke ich. Ja, auf jeden Fall. In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, wie das Stadion uns tragen kann, denke ich mal. Da haben wir gut gegengehalten und uns leider nicht belohnt am Ende. Woran hat es gelegen? Was meinst du, was war der entscheidende Grund dafür, dass ihr am Ende gescheitert seid und erst gegen Ende so richtig aufgewacht seid? Dass wir in der ersten Halbzeit nicht gut angelaufen sind, speziell über unsere linke Seite. Da hatten dann die Bremer immer eine Überzahl gehabt. Das hätten wir besser machen müssen, haben wir leider nicht. Und vielleicht hat es da schon angefangen. Wenn wir mit dem 0-0 in die Halbzeit gehen, wir konnten mit dem 0-1 schon zufrieden sein, denke ich erstmal, weil Bremen mehr Chancen hatte. Aber wenn wir mit dem 0-0 oder einem besseren Ergebnis in die Halbzeit gehen, dann wird es hinten raus vielleicht noch ein bisschen leichter. War das eigentlich beabsichtigt, dass man so tief steht und die erstmal hat abwarten wollen? Was machen die mit uns? Eigentlich nicht wirklich. Also tief stehen ist eigentlich nicht unser Ding, aber durchs Anlaufen vorne war es dann zwangsläufig so, dass Bremen die Sicherheit bekommen hat und dass wir kein Spiel zustande bekommen in der ersten Halbzeit. Was nehmt ihr mit aus dem Spiel, trotz der Niederlage? Ja, dass man, wie gesagt, dass uns das Stadion tragen kann, wenn es darauf ankommt und dass wir, wenn wir gut anlaufen und taktisch gut aufgestellt sind, dass immer was geht und in der Liga natürlich auf jeden Fall. Am besten gleich Freitag, stimmt's? Ja, auf jeden Fall. Freitag ist sehr wichtig, da müssen wir gleich den Schalter umlegen und dann wird das hoffentlich. Alles Gute dafür.